Herzlich willkommen bei CY Live, dem Kulturmagazin aus unserem Gasthaus, dem Frankfurter Hof in Mainz. Wir begrüßen unsere Gäste und unsere Gastgeberin Hanne K. Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen bei Culture Y Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute haben wir ziemlich viele, ziemlich coole Gäste für euch. Wir fangen an mit der Jungen Bühne Mainz. Dann geht's weiter mit der Jazz-Initiative Mainz. Da kommt Jörg Häuser zu uns. Dann kommt Jürgen Hadeck zu uns vom Kultursommer Rheinland-Pfalz. Und danach haben wir auch noch Lisa Bund am Start, die sich meine Jungs geliehen hat, um ein bisschen Live-Musik für euch zu machen. Das wird großartig, wir freuen uns schon riesig drauf und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was so auf unserer Plattform Culture Y in der letzten Woche passiert ist. Aber bevor wir das machen, haben wir hier noch Patrick, der ist wieder mein Partner in Crime und wird eure Fragen und Kommentare lesen und beantworten. Schreibt sie einfach in den Stream. Nehmt kein Blatt vor den Mund und schon Patrick nicht. Der darf heute schön viel reden. Genau, wir gucken uns jetzt an in einem kurzen Clip, was bei Culture Y so passiert ist. Hallo liebe Culture Y Interessierten. Jo! Liebe Hanne K. Ein herzlicher Gruß von uns. Hallo! Hi lieben Merhaba. Hey CY Viewers. Hallo Tabea. Ja, hallo Hanne. Sehr cool, dass du das machst und bei Culture Y dabei bist. Erstmal wollte ich euch sagen, dass ich das toll finde, dass ihr diese Plattform geschaffen habt, weil das ja gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist, dass auch für die Kulturschaffenden was gemacht wird, dass sie Unterstützung erfahren, dass sie sich vernetzen können, also Hut ab. Ihr spielt auch gerade viele Livestreams und fragt euch jetzt, ist es eigentlich so wie früher? Kann ich meine Musikfolgen auch für Online-Konzerte einreichen bei der GEMA und bekomme dann da Kohle dafür? Diese Fragen und auch Fragen zum Thema GEMA-Hilfsfonds hat Hanne mit Ursula Göbel von der GEMA höchst selbst besprochen. Hallo Ursula. Ja, hallo Hanne. Jeder will ja wissen, wie geht denn jetzt die GEMA mit diesem Thema um? Wo kann die GEMA helfen? Was hat es mit dem Hilfsprogramm auf sich? Lizenziert die GEMA weiter oder hat die Kulanzregeln? Kannst du vielleicht kurz für die Zuschauer erklären, was denn genau dieser Hilfsfonds ist und wie habt ihr das überhaupt in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt? Uns war eigentlich schon sehr, sehr früh klar, dass wir die Mitglieder unterstützen müssen, dass die finanzielle Soforthilfe benötigen. Also auch ein Hallo von mir und ich wollte euch nur mal sagen, wenn ihr euch dafür interessiert, was ihr gerade gesehen habt, die GEMA hat uns wirklich tolle Informationen geliefert. Zum einen, wenn ihr live streamt, was ihr da mit den Musikfolgen machen könnt, ob das so ist wie immer, wenn ihr Konzerte spielt, genau, das wird da drin erzählt, wie ihr euch für den GEMA-Hilfsfonds bewerben könnt. Und wo wir gerade beim Thema GEMA sind, wir spielen mal ein bisschen Eigenwerbung am 29., das ist der kommende Freitag, auf der GEMA-Seite auf Facebook ein kleines Konzert um 20.15 Uhr. Könnt ihr gerne einschalten, es wird kuschelig. Und nun fangen wir an mit der Jungen Bühne Mainz, die uns einen Ausschnitt aus ihrem Programm Aladdin jetzt zeigen wird. Viel Spaß. Ich glaube, ich habe ihm heute abgehängt. Tja, ihr Kramhändler, Aladdin kennt jeden noch so kleinen Schlupfwinkel Bagdads und ist schnell wieder Wind. Wollen wir doch mal sehen, was ich alles erbeutet habe. Was haben wir denn da? Eine Flöte. Ja, die habe ich nur geklaut, weil ich es konnte. Was habe ich noch? Trauben. Ah, gibt schlechteres. Und dazu 200 Gramm gebrannte Mandeln. Guten Appetit. Was? Wer da? Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Nein. Es ist nur so, mir hat schon lange keiner mehr Gesellschaft geleistet beim Essen. Wer sind Sie? Ich habe Sie hier zuvor noch nie gesehen. Das versteht sich von selbst.
Die letzten Jahre verbrachte ich in Afrika, wo ich die Geheimnisse der... Ich schweife ab. Wer ich bin, möchtest du wissen? Ja. Viel wichtiger ist doch, dass ich weiß, wer du bist. Ah, und Sie kennen mich, ja? Du bist Aladdin, Sohn des Schneiders Mustafa. Aufgewachsen ohne Mutter, die nach deiner Geburt verstarb. Du wurdest streng nach den Geboten Allahs erzogen. Warst aber ein kleiner Dickschädel, was deinen Vater schwer bekümmerte. Schließlich erkrankte er schwer und starb. 12 Jahre ist das nun her. Woher wissen Sie das alles über mich? Ich kann es wohl nicht länger verheimlichen. Ich bin dein Onkel, Aladdin. Komm an mein Herz, Lieblingsneffe. Moment. Ja, mein Vater hatte einen Bruder, aber der ist schon lange tot. Ich bin sehr lebendig. Dein Vater und ich... Nun, wie das eben manchmal so ist. Als junge Männer hatten wir plötzlich völlig unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Er blieb hier, wurde Vater. Mich zog es hinaus in die Welt, nach Afrika. Gut möglich, dass er mich für tot gehalten hat. Doch jetzt bin ich hier, um endlich meinen Neffen kennenzulernen. Du hast Witz und Raffinesse und trägst das Herz am rechten Fleck. Du lebst auf den Straßen Bagdads und stiehlst dir zum Überleben nur das, was du am dringendsten brauchst. Noch nie ist es einem Händler gelungen, dich zu fassen. Man nennt dich den König der Diebe. Man nennt mich ein König? Ja, ja. Und ein König sollte doch nicht auf den Straßen von Bagdad leben müssen. Nein, du verdienst einen Palast aus purem Gold mit... Säulen aus Elfenbein und Treppen aus Diamanten. Ja, aber ich glaube, solche Künste dieser Baukunst werden mir ein Leben lang verwehrt bleiben. Ich könnte dir einen solchen Palast auf dem Silbertablett servieren. Und du müsstest fast gar nichts dafür tun. Was wäre denn dieses fast gar nichts? Siehst du diese Lampe? Sie steht in einer finsteren, schwer bewachten Höhle, weit, weit weg von hier. Bring mir die Lampe und ich werde dir auf ewig danken mit deinem Palast aus Gold. Wenn's weiter nichts ist. Aber warum ist dir die Lampe so wichtig und warum wird sie so schwer bewacht? Du stellst wirklich viele Fragen. Bring mir die Lampe. Das ist dein Auftrag. Gut. Und wie komme ich zu dieser Höhle? Dein Weg führt dich durch die trockensten Wüsten des Orients. Hast du diese hinter dir gelassen, so durchquere den dichten Wald der Wunder und anschließend das Tal der tausend Tode, das keine Sterbliche Seele... Wow, stopp. Da muss ich einhaken. Was? Ist dir dieser Weg etwa zu gefährlich? Nein, zu weit. Eine Reise dauert Tage. Wo ist das Problem? Onkelchen, je länger ich unterwegs bin, desto länger musst du auf deine Lampe warten. Das ist in der Tat ein Argument. Ja. Mitkommen. Okay. Das war Part 1. Ja. Sozusagen. Und ich sitze jetzt hier zusammen mit Philipp Barth und Eva kommt jetzt zu uns, genau. Eva Maria Felker, die auch jetzt gleich hier mit uns im Talk ist. Schön, dass ihr da seid und vielen Dank für eure Performance. Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Cool. Das war jetzt eben ein Ausschnitt aus einer aktuellen Märchenproduktion, die wir im Moment im Spielplan haben, Aladdin und die Wunderlampe. Und ja, gleich kommt dann noch etwas aus unserer Schauspielsparte. Okay. Aber... Genau. Ja, wo spielt ihr denn gerade eigentlich? Ja, das ist ja so eine Sache. Ne? Ja, also der Lockdown hat ja von niemandem Halt gemacht sozusagen. Das also, ist richtig. Reguläres Programm setzt im Moment aus, aus verschiedenen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Es ist nicht möglich, das reguläre Programm im Moment zu zeigen.
Und wir haben jetzt in diesem Monat glücklicherweise anfangen können, vereinzelt wieder live aufzutreten, Open Air, dank Mainz Plus und den Kulturgärten. Mhm. Das ist ja ein Format, das Hanneka und unser Ensemble jetzt auch schon verbindet. Das stimmt, wir haben gemeinsam, also wir haben zusammen schon da gespielt. Genau. Nicht zusammen, sondern ja, jeder einzeln. Ja, genau, aber jedes Ensemble für sich, aber genau, ja. Und das ist möglich. Schön, Eva, dass du da bist. Sagt man Eva oder Eva Maria? Beides in Ordnung. Beides in Ordnung, ja. Schöner Bart. Dankeschön. Wenn ich den jetzt abnehmen würde, sähe es wahrscheinlich ein bisschen wunderlich aus, weil ich dann noch die ganzen Klebereste habe, deswegen. Lass dran, ist charmant. Dann ist modern. Könnt ihr kurz erklären, was genau die Junge Bühne Mainz ist? Ja, wir sind in unserem 10. Jahr in der heutigen Form. Also es wäre eigentlich sowas wie eine Jubiläumsspielzeit oder ist eine Jubiläumsspielzeit, die man sich eigentlich mal anders vorgestellt hat. Aber ja, nichtsdestotrotz sind wir in das 10. Jahr gestartet. Aktuell kann man von uns dann eben auch Inszenierungen auf der Website sehen, solange das nicht normal geht. Ihr habt da so eine digitale Bühne sozusagen. Genau, wir haben eine digitale Bühne aufgebaut, wo wir ausgesuchte Repertoireproduktionen, die eben als schön anzusehender Mitschnitt verfügbar sind, im Moment verfügbar machen in der Zeit dieses Lockdowns. Mhm. Es hat angefangen, habe ich im Jahr 2011, direkt im Januar. Die Junge Bühne ist praktisch entstanden aus einem theaterpädagogischen Projekt, das eine Kollegin von mir vorher gemacht hat. Und die wollte sich beruflich und privat ein wenig verändern. Mhm. Und dann war das so, so der Anschlusspunkt eigentlich. Mhm. Sie hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu übernehmen und da das irgendwie in eine neue Form zu führen. Und du bist seitdem, die Leitung und auch für die Regie zuständig. Richtig, ja. Machst aber auch beim Schauspiel mit. Ich unterstütze unser Schauspielensemble, komme selbst auch vom Schauspiel, habe Schauspiel- und Theaterwissenschaft studiert, Schauspiel in Berlin, Theaterwissenschaft in Mainz und mag es sehr, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen auf der Bühne zu stehen, zumal sich dadurch auch so die Situation ergibt, dass ich mich selbst noch oft genug in die Höhle des Löwen wage und nicht nur am Regiepult sitze und sage, springt mal durch den Reifen. So. Ja, aber du hast eine ganz andere Vita, hat mir Philipp eben erzählt. Ne? Also du wolltest gar keine Schauspielerin werden ursprünglich, oder? Also ich habe quasi schon immer auf der Bühne gestanden, aber ich habe mir nie vorstellen können, das beruflich zu machen. Ja. Und auch so, wie ich es jetzt mache, ist es eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also ich arbeite auch im Journalismus, das eigentlich den größten Teil meiner Zeit als in einer Redaktion und teilweise auch als Moderatorin und eben zusätzlich auch als Schauspielerin. Also ein ganz bunter Mix mit Kunst und Medien. Und genau. Also man könnte quasi sagen, ihr habt sowas wie eine Bilderbuch-Vita, habt ihr schon alle, ne? Also so, dass ihr so einen schönen, von einem schönen Background kommt. Würdet ihr sagen, dass ihr schon früher als Kinder vor euren Eltern Rollen angenommen habt und irgendwie schon vor denen geschauspielert habt? Also ich habe das gemacht, ganz kurz, ich habe das gemacht. Ich habe früher auf Anastasia-Songs vor meinen Eltern performt. Und das ist aber nicht Schauspielern. Ich habe ja nicht gesagt, wenn man noch nicht Anastasia ist. Ne? Ja, ich hatte immer eine Sonnenbrille auf und habe dann da, paid my dues gesungen. Also Schauspiel beginnt mit Imitation. Das, Ja. War bei euch auch so, ja? Ja, auf jeden Fall. Also, ich war schon in Grundschulproduktionen Kalif Storch gespielt und solche Geschichten. Ach, cool. Ja. Das mit dem Kindertheater hat dann schon sehr, sehr früh angefangen. Okay. Ja. Mhm. Und Eltern waren tatsächlich auch bei mir das erste Publikum. Mhm. Und ich habe neulich erst wieder mal ein Foto gefunden, wo ich dann wirklich als Kind vor so einem Kasperle-Theaterbühne stehe, die damals halt so hoch war wie ich. Okay. Und das war ein damaliges Weihnachtsgeschenk. Und das war eigentlich so das erste kleine Theater, mit dem man dann Programm gemacht hat. Mhm. Also wenn man jetzt so ganz früh in die Kindheit geht, sind die Wurzeln da. Ja, und dann hat sich das entwickelt bis heute. Das hat sich entwickelt bis heute. Und bei unserem Ensemble kann man sagen, dass wir jetzt eigentlich so seit 2014, 2015 vom Ensemble so strukturiert sind, dass wir eben sehr viele spannende Künstler aus der freien Theater- und Kulturszene aus dem Rhein-Main-Gebiet haben, die von verschiedenen Genres kommen, von der Ausbildung her, also Dominik, den wir gleich noch sehen werden,
kommt zum Beispiel auch vom klassischen Tanz. Ah, okay. Und wir haben einige, die eher ursprünglich aus einer Musikrichtung kommen. Aber Schauspiel ist dann schnell auch so die gemeinsame Schnittmenge das gewesen. Das vereint euch. Man, genau. Ja, okay. Ich muss ganz kurz einhaken. Auch ältere Stücke, wo ihr vielleicht auch... Oh, was? Ich habe eingehakt, weil wir haben eine Frage aus dem Chat. Ah ja, ja. Dann es geht jetzt aber um deine Anastasia-Imitation, ob es belastendes Videomaterial gibt. Ach so. Ich dachte schon, ob ich es jetzt vorführen soll. Also wenn es das Material nicht gibt, dann vielleicht jetzt, ja. Jetzt in dem Moment. Ich würde, nein gibt es nicht. Nein, okay. Zum Glück. Dann müssen wir leider die Zuschauer enttäuschen. Vielleicht stellen wir das nochmal nach. Aber vielleicht gibt es belastendes Videomaterial von dir, Patrick. Tatsächlich wenig, leider. Finde ich auch schade. Oh, schade. Okay, zurück zu euch. Ihr spielt auch ältere Stücke. Ja. Also Stücke, wo ihr vielleicht auch alte Menschen spielen müsst. Hat das für euch, oder du hast jetzt zum Beispiel, du bist aus deiner Gender, also in eine andere Genderrolle geschlüpft. Hat das für euch einen Reiz? Auf jeden Fall. Ja. Also jetzt mal abgesehen davon, dass der Bart auf Dauer juckt. Ne? das ist ein ganz großer Reiz eigentlich generell im Schauspiel. Also sich in völlig andere Figuren einzudenken, die man, also in Charaktere, in Geschichten, die man sonst nicht erlebt hätte und die man sonst auch nicht wäre. Also ich glaube, das geht uns allen so, dass das besonders reizvoll ist, wenn man jemanden spielt, der man nicht ist. Also dort dann die Stränge zu finden, mit denen man sich irgendwie so weit auseinandersetzen kann, dass man sie gut verkörpern kann. Mhm. Das ist eigentlich das Interessante, dann diese Figuren so zu durchdringen. Und wenn ich immer nur mich selber spielen würde, dann wäre es kein Schauspiel, dann wäre das ein anderer Beruf. Also es gibt ja auch viele Bühnenpersönlichkeiten, die sie selbst sind oder auf der Bühne eine Facette von sich selbst sind und wir sind tendenziell jemand ganz anderes. Ja. Okay. Das Spannende ist eben wirklich, die Punkte zu finden, wo man merkt, die Figur fängt doch an, was mit einem selbst zu tun zu haben oder wo man eben so weit geht, dass man sagt, okay, diese Figur ist jetzt ganz anders, aber ich schenke eher meine Stimme, meinen Körper, meine Bewegungsabläufe. Teilweise lerne ich vielleicht auch neue Seiten von mir kennen durch die Auseinandersetzung mit der Figur. Aber diese Schnittmengen auszuloten und eben zugleich dann sich auf ganz anderes Terrain als im Privatleben zu begeben, das ist das Reizvolle. Und wir versuchen das in den Proben auch sehr rauszukitzeln. So. Also wir machen es uns da gern auch ein bisschen schwer. Also versuchen nicht unbedingt eins zu eins zu denken bei Besetzungen, sondern auch mal so zu gucken, welche Figuren lassen sich lohnend gegen den Strich bürsten oder so. Oder zumindest mal von einer Facette zeigen, die gegen die Erwartungshaltung geht. Ihr macht nichts Naheliegendes sozusagen. Oder, nicht so, oder manchmal macht ihr nichts Naheliegendes. Ja, also manchmal ist das Naheliegende auch so schön, dass man sagt, das nimmt man jetzt mal mit. Ne? Also, aber wir sind ja ein und dasselbe Ensemble. Es ist ja nicht so, dass bei jedem Stück völlig neue Leute dazu kämen. Klar. Und wenn... Wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile zusammen. Ja. Wenn dann jeder immer nur dieselbe Rolle spielen würde, in jedem Stück, das würde uns und dem Publikum wahrscheinlich schnell langweilig werden. Ja. Okay. Heißt die Junge Bühne denn Junge Bühne, weil sie sich nur an junge Leute richtet oder weil sie jung ist? Ja, eher so. Okay. Also. Weil zum Gründungszeitpunkt alle ganz jung waren. Okay. In gewisser Weise reihen wir uns da ja ein. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Theatern, die Jung oder Jugend im Namen haben. Ja. Also Theater der Jungen Welt in Leipzig, Theater der Jungen Generation Dresden, Junges Theater Bonn oder so. Also das ist, da sind wir jetzt kein Einzelfall. Es ist letztendlich so, es ist eine junge Perspektive auf Theater jetzt, weil bei uns zwangsläufig es jetzt so ist, dass die Ältesten eben so Anfang, Mitte 30 sind. Das heißt, man hat zwangsläufig nicht die Schauspielerinnen und Schauspieler oder Theatermenschen am Start, die jetzt schon seit 3 Jahrzehnten in dem Beruf sind oder so. Ne? Also solche Bühnenzinken haben wir jetzt nicht dabei. Ja. Das ist auch sehr spannend, mit so Leuten mal arbeiten zu können. Klar. Aber bei unserem Ensemble ist es eben diese junge Perspektive auf zum Teil eben sehr alte Stoffe. Also im Schauspiel machen wir ja auch viele Klassiker-Inszenierungen. Und so ein Klassiker, den sehen wir ja jetzt im Prinzip auch. Ihr spielt jetzt noch einen Auszug aus dem Stück Frühlingserwachen. Richtig. Und an der Stelle
verabschiede ich mich von euch beiden, richtig? Ja. Ihr spielt da nicht mit, genau? Wir spielen da jetzt nicht mit. Wir gucken hier gleich schön auf den Bildschirm zu. Und gucken mal zu, was eure Kollegen so machen. Vielen Dank, dass ihr da wart und weiter so. Ja, also ich habe das so ein bisschen verfolgt mit der digitalen Bühne. Ich wünsche euch alles Gute dabei und wirklich vielen Dank, dass ihr hier wart. Dankeschön. Wir danken, hier sein zu dürfen. Ja, und jetzt sehen wir den Auszug aus dem Stück Frühlingserwachen von der jungen Bühne, Bühne Mainz. Moritz, knöpf dir dein Hemd auf. Komm. Oh. Stimmt, das tut gut, wie der Wind einem so durch die Kleidung pustet. Ich möchte mal wissen, warum wir eigentlich auf der Welt sind. Warum gehen wir überhaupt zur Schule? Wir gehen zur Schule, damit man uns prüfen kann. Und warum prüft man uns? Na, damit wir durchfallen. Allein dieses Jahr müssen doch schon wieder 7 Stück durchfallen, weil sie die Klasse am Anfang des Jahres viel zu groß gemacht haben. Und warum? Damit sie wieder am Ende sagen können, ja, unser altsprachlich-humanistisches Gymnasium, das packt halt nicht jeder. Mann, seit Weihnachten geht's mir echt nicht gut. Lass über was anderes reden, ja? Über was denn? Über das Wetter? Mann, es ist dunkel. Moritz. Was denn? Oh Mann, sag doch einfach, dass meine Hose offen ist. Findest du, dass das Schamgefühl von einem Menschen nur das Produkt seiner Erziehung ist? Darüber habe ich erst vorgestern nachgedacht. Ich meine, es scheint mir doch tief eingewurzelt in der menschlichen Natur. Überleg dir, du sollst dich völlig entkleiden, ja? Also vor deinem besten Freund. Du wirst es nur tun, wenn er es zugleich auch tut, oder? Es ist mehr oder weniger Modesache, weißt du? Okay. Hattest du sie eigentlich auch schon mal empfunden? Was? Naja, diese Empfindungen eben. Du meinst männliche Regungen? Ja. Allerdings? Ja, ich auch. Ich kenne das schon lange, schon fast ein Jahr. Mann, ich war wie vom Blitz gerührt. Du hast geträumt? Ja, aber es war nur kurz, wirklich nur kurz und das waren schöne Beine in Netzstrümpfen. Georg Zierschnitz hat von seiner Mutter geträumt. Das hat er dir erzählt? Ja. Hast du Gewissensbisse oder was? Mann, wenn du wüsstest, was ich seit der Zeit durchgemacht habe, seit jener Nacht. Ich meine, Gewissensbisse, Mann, ich hatte Todesangst. Ich habe gedacht, ich habe einen inneren Schaden oder einen Knacks oder ich bin nicht mehr ganz sauber im Kopf. Weißt du, wie ich mich beruhigen konnte? Ich habe mich hinter Schulbücher geklemmt, Mann. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen, Mann. Wie war es denn bei dir? Ach, weißt du, ich war mehr oder weniger darauf gefasst. Gut, ich meine, am Anfang, da schämte ich mich ein bisschen, aber das war auch alles. Das war alles. Dabei bist du fast ein ganzes Jahr jünger als ich. Mein lieber Moritz, darüber würde ich mir keine Gedanken machen. All meinen Erfahrungen nach zu urteilen, gibt es für das Auftreten solcher Phänomene keine bestimmte Altersstufe. Ich meine, Ernst Röbel, den kennst du doch, oder? Ja. Der ist fast 3 Jahre älter als ich und bei dem lief noch gar nichts. Hat Hänschen mir erzählt. Hänschen Rilo? Oh, ich bitte dich, komm, als ob der darüber urteilen kann. Ja, natürlich, er hat ihn ja auch gefragt. Ach Gott, er hat ihn gefragt. Ich meine, ich hätte mich nicht getraut, irgendjemanden danach zu fragen. Ich bitte dich. Du hast auch mich gefragt. Das ist was völlig anderes. Naja, egal. Mal was ganz anderes. Hast du schon mal ein Mädchen gesehen? Ja. Nee, ich meine, vollständig. Vollständig? Aha. Sehr gut. Ja, wenn du schon fragst, also es war damals nach dem Sportunterricht, die Duschkabinen hatten ein Loch und ich meine, oh Gott, hätten die mich erwischt, die hätten mich von der Bühne gejagt, die hätten mich nach Hause geschickt, die hätten mich... Ja, ich weiß noch, ich war damals im Sommer, war das mit meiner Mama in Frankreich. Nee, in Frankfurt? Ach, ich weiß es nicht mehr. Moritz? Was denn? Wo willst du denn hin?
Nach Hause. Lernen und die Versetzung schaffen. Du weißt, Bücher. Ja, ist okay. Danke. Moritz? Was denn? Übertreib's mit der Lernerei bitte nicht so. Keine Sorge. Das war die junge Bühne Mainz, Eva Maria Felger, Dominik Bornmann, Thorsten Schlicht und Philipp Barth. Schön, dass ihr da wart. Und mein nächster Gast ist Jörg Häuser von der Jazz-Initiative Mainz, kurz Jim genannt. Und den begrüßen wir jetzt. Jörg, schön, dass du da bist. Komm zu mir. Patrick klatscht. Ja, mir ist gerade eingefallen, übrigens kurze Anekdote, ich habe es auch mal mit Theaterspielen probiert, wusstest du das? Nein. Doch, in der Musical-Gruppe. Wir haben eine Probe gestartet, es war so schlecht, dass wir danach das komplette Theaterstück gelassen haben. Nur mal so als kleine Anekdote am Rande, aber macht ihr mal was. Was für ein Stück habt ihr probiert? Aber wie heißt es? Mama Mia. Ich war der Pierce Brosnan. Lief schief. Passt super, finde ich. Toll. Jörg, schön, dass du da bist. Ja, du bist Initiator der Jazz-Initiative Mainz und kannst du für die Zuschauer kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann? Ja, die Jazz-Initiative Mainz ist in erster Linie ein Veranstalter, der die Jazz-Konzerte veranstaltet und das seit über 32 Jahren inzwischen, glaube ich. Konzerte veranstaltet im Großbereich Jazz, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht immer Hardcore-mäßig, aber so im Großbereich. Okay. Meinst du, wir könnten da spielen? Nein. Also Malte bestimmt. Also Malte. So viel kann ich sagen. Da sind wir schon in unserer Verbindung. Genau. Du warst Dozent von Malte an der FMW und Malte ist unser Schlagzeuger für diejenigen, die das nicht wissen. Der ist heute leider nicht hier, aber schönen Gruß an dich, Malte. Du genau, auf jeden Fall. Ja. Kann man sagen, dass du der Kopf dieser Initiative bist? Nö, kann man nicht. Also ich bin ein Vorstand, also ein Vorsitzender. Es gibt auf jeden Fall mehr Leute, sonst ginge das nicht, weil das ist natürlich logistisch schon aufwendig. Ja, das glaube ich. Das ist klar. Du bist selbst tief verwurzelt im Jazz und bist schon als junger Mann am Berklee College of Music in Boston gewesen. Nicht mehr ganz so jung. Also nicht so jung? Nee. Aber du hast ein Stipendium, ne? Ich hatte ein Stipendium gehabt und bin dann okay. Und hast du da auch, also du hast dich da sozusagen im Jazz verschrieben? Ja, das war schon deutlich früher. Sonst klappt das nicht mit dem Jazz, weil das ist ein doch ein bisschen längerer Prozess, weil da muss man länger dabei sein. Und ne, die Musik ist auch ein bisschen komplizierter. Und so, ne? Kommen wir gleich nochmal drauf. Wie alt warst du ungefähr, als du da warst? Da war ich, glaube ich, 28 oder 29. Okay. Weil ich musste erst noch promovieren, das war das Blöde. Ach so, okay. Ja. Also dann warst du so alt wie ich, Mensch. Also wie ich jetzt. Ne? Ich bin nicht älter geworden. Ja, stimmt, du bist jetzt immer noch ein junger Mann. Ganz klar. Hast du denn damals an dem Berklee College, hast du da auch vor deinen Helden oder Heldinnen gespielt? Ja klar, da waren natürlich viele, die wichtig für mich waren und dadurch auch Leute kennengelernt natürlich. Also über das Berklee College habe ich dann auch den, über den ich promoviert habe, natürlich kennengelernt und so weiter und so fort. Ja, und wie fühlt sich das an? Also waren das Musiker, die du dann irgendwie im Plattenschrank stehen hattest, die du dann da, vor denen du dann da performt hast? Ja, klar, natürlich. Wow, und ist das so ein bisschen Messias-mäßig? Wie stellt man sich das vor? Mir ist das noch nie passiert. Es ist einfach toll, weil in dem Moment, man hat natürlich erstmal so ein bisschen Nervosität, aber in dem Moment, wo man denen gegenübersteht und die sind ganz normal und man spielt dann mit denen und ne, die haben genauso Spaß wie man selbst und so ist es. In dem Moment ist man auf Augenhöhe. Komisch. Ja. Das ist ganz cool eigentlich. Ja. Kann ich empfehlen. Okay. Vielleicht habe ich irgendwann auch mal die Möglichkeit, vor meinen Helden zu spielen. Oder Anastasia? Früher ja. Früher war Anastasia definitiv. Wobei ich auch immer noch irgendwie so einen Respekt für sie habe. Ne? Also ist eine tolle Popmusikerin. Jetzt wären das eher so Folklegenden, so Joni Mitchell oder sowas. Das wäre, ja, da würde ich wahrscheinlich erst umfallen, bevor ich da einen Ton rauskriege. Da muss ich echt beeilen. Ja, ich weiß. Ja. Viele sagen ja, dass Jazz so kompliziert zu verstehen ist. Du hast es eben schon erwähnt. Oder schwer zu begreifen ist. Aber was mich jetzt persönlich fasziniert, ist, dass immer Jazz so ein Underdog-Image hat. Und wir waren zum Beispiel in Australien auf Tour und sind irgendwann mal in Melbourne in irgendeinen Kellerclub gegangen und haben da die virtuosesten Jazzmusiker kennengelernt und ein tolles Konzert erlebt. Was bedeutet Jazz für dich? Wo liegt die Faszination?
Naja, gut, das würde jeder Musiker über seine Musik sagen. Das ist natürlich die beste Musik der Welt. Ah, okay. Klar. Punkt eins. Punkt zwei ist aber, ich glaube, die Faszination ist die, dass es keine Grenzen gibt. Okay. Also zu definieren, wo hört Jazz auf, das geht eigentlich gar nicht. Das geht bei Popmusik oder Rockmusik relativ auch nicht so einfach, aber es geht irgendwann. Ne? Also ich meine, ne? Aber bei Jazz ist das ganz schwierig, weil der Jazz hat sich eigentlich immer weiter meandert, verändert und so weiter. Alles aufgesaugt, was irgendwie gut ist. Mhm. Und das ist der oberste Punkt, also nicht was kommerziell ist, sondern was musikalisch interessant ist und gut ist. Und das wird in den gemeinsamen Fundus übernommen und das macht es eben auch spannend, weil es hört nie auf. Also man ist nie fertig. Mhm. Und das ist das Spannende, also es wird nie langweilig dann auch. Okay. Ja, und das ist natürlich das, was Jazz auf der einen Seite ausmacht, rein vom Spektrum her ist es mit die weiteste Musik, die man sich vorstellen kann. Das Zweite ist natürlich, dass das Zusammenspiel zwischen Musikern dort am intensivsten ist, weil, also behaupte ich jetzt mal, weil Musik immer neu entsteht. Ja. So, und das ist natürlich was andere Musik so nicht ausmacht, wenn man einen Popsong, ich vereinfache jetzt natürlich immer, oder einen Rocksong hat, auch einen Metal-Song oder so, dann wird der mehr oder weniger immer relativ ähnlich gespielt. Mhm. Mit natürlich Abweichung, aber im Jazz entsteht jedes Stück immer wieder zum Teil komplett neu. Okay. Also es gibt nur wenige Absprachen, bei vielen Stücken sehr wenige Absprachen und dann sehen wir mal, was passiert. Und je nachdem, wer auf der Bühne ist oder dazukommt, wird sich das krass verändern. Mhm, ja. Und das ist natürlich, kann nach hinten losgehen, klar. Mhm. Wenn die Musiker sich nicht darauf einlassen oder auch nicht gut genug sind, das ist natürlich das Problem. Okay. Wenn sie aber gut genug sind und sich darauf einlassen, ist es natürlich Bombe. Ja, ja, das ja, ist klar. Das glaub ich. Deswegen machen wir keinen Jazz. Außer der Malte. Wir sind nicht gut genug, meinst du? Ja, das habe ich jetzt so nicht sagen wollen. Ach nee, hat der Patrick schon recht. Aber ich. Das Gute aber auch, deswegen, Joni Mitchell ist ein gutes Beispiel, Jazzmusiker können sich immer in alle Stilistiken irgendwie reindenken und dadurch auch mitspielen. Es gibt eine der besten Platten von Joni Mitchell, ist mit Michael Brecker am Saxophon, ist mit Jaco Pastorius am Bass, ist mit selbst Pat Metheny, wo ich jetzt sagte, ist auch nicht mein Lieblingsmusiker, aber ist ein super Musiker. Lyle Mays und so und dann noch andere Leute dabei. Das ist eine Hammerplatte, weil da auch Joni Mitchell merkt, ich kann noch ganz anders hingehen. Da, wenn ja, ich mir die richtigen Musiker hole oder da auf der Studioplatte spiele dann Herbie Hancock oder ne, so die üblichen Verdächtigen, Wayne Shorter und so. Ja. Ne? Keine Angst, Patrick, du bleibst bei mir in der Band. Ich hole mir keine anderen Musiker. Du bist gut genug. Also man kann das ganz einfach lösen. Als Jazzmusiker verdient man sehr wenig Geld. Also da ist die Sache schon mal erledigt. Das ist doch genauso wie bei mir. Ach so, dann passt es wieder. Du veranstaltest auch selbst Konzerte hier in Mainz und du hast auf einer, oder du moderierst die auch selbst an, die Musiker, die dorthin kommen. Du hast auf einer von deinen Veranstaltungen mal gesagt, früher bist du nach New York geflogen und hast deine Legenden angeguckt und jetzt holst du deine Legenden hier nach Mainz in deine Heimat sozusagen. Weil es sonst keiner macht. Ja, so ist das leider. Ja, und wie ist diese Konzertreihe denn zustande gekommen? War das deine Idee? Also du meinst jetzt mit den bekannteren Leuten? Ja. Also ja, ich muss erstmal sagen, wir haben bei der Gym quasi drei Arten von Konzerten. Erstmal die regionale Förderung, dass wir Bands, das war die ursprüngliche Zielsetzung der Gym, regionale Bands ein Forum bieten. Und zwar nicht nur ein Forum, dass sie spielen dürfen, sondern dass sie auch Geld verdienen. Okay. Also wir zahlen Garantiegage und zwar nicht niedrige. Ja, sehr cool. So, das ist schon mal, also nicht dieses Eintritt freispenden, erbeten, Mist und so. Ne? Genau. Das kennen wir alle. Sondern Garantiegage plus 100% nach Break-Even wohlgemerkt. Und so Dinge und dann eben aus ganz Deutschland und im europäischen Ausland Bands nach Mainz zu holen, weil das natürlich auch interessant ist. Ne? Ja, Austausch mit anderen Regionen ist ganz wichtig in Musik grundsätzlich, aber im Jazz ganz besonders. Und dann war irgendwann mal der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt die ganzen Musiker, die früher hier so in der Gegend gespielt haben, Mike Stern, was weiß ich, Pat Martino und so, die spielen hier gar nicht mehr, weil die eigentlichen Spielstätten, die das machen müssten, machen das nicht mehr. Mhm. Ja. Ich will jetzt nicht drauf eingehen, warum. Ja. Es war einfach dämlich erstmal, dass sie es nicht gemacht haben. Dann war halt die Frage, okay, ich kannte halt viele von denen, eben auch von Berkeley oder so oder von den Konzerten in New York. Ne? Ja, also ich meine, weil man da ja ne, auf Augenhöhe plötzlich mit denen ganz normal redet. Ne? Also, sind auch nur Menschen. Sozusagen, ja. Genau. Eben, das ist das. Und dann war irgendwann mal Idee, okay, den, über den ich promoviert habe, den habe ich ja in Berkeley dann getroffen, war auch bei ihm zu Hause, habe dann irgendwann gesagt, okay, gib mir mal die Nummer von deinem Agenten, wenn du mal eine Europatour planst, wir schauen mal.
Okay, cool. Und so kam das erste Konzert zustande. Die Jim wollte das eigentlich gar nicht machen. Oder die ersten fünf in der Richtung wollte sie gar nicht machen. Da habe ich gesagt, das nehme ich jetzt auf meine Kappe. Ist mir jetzt scheißegal. Ich hole die jetzt hierher und trage das Risiko. Und dann ist das sozusagen entstanden. Und dann lief das natürlich leider so gut. Leider. So gut. Ja, das ist irgendwie, ne, die Musiker haben noch, ich glaube, beim Pep Martino war es so, außer der hohen Gage noch 1.000 mehr bekommen. Ja. Wow. Weil das reinkam, weil wir 100% nach Break-Even bezahlen. Da hat die Jim gesagt, ach, das könnten wir eigentlich öfters machen. Lübt. Und das machen wir jetzt, ne, und seitdem machen wir das. Cool. In Hamburg gab es eine Aktion, die ich gesehen habe. Da hat Olivia Jones die Hamburger Clubs zu Grabe getragen. So eine Mahnwache veranstaltet. Ja. Es gibt ja einige, die sagen, es wird sehr viel getan für Kultur. Es sagen einige, es wird nicht genug getan. Du hast so eine Doppelrolle. Du bist zum einen Musiker, selbst Musiker und bist zum anderen auch Veranstalter. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Darf ich ehrlich sein? Na klar, darfst du ehrlich sein. Beschissen. So, ganz einfach. Ja. Also ich bin zu 300% betroffen eigentlich. Ich bin als Musiker betroffen, ich bin als Veranstalter betroffen zu 100% und als Dozent betroffen ja. zu 100%. Also, stimmt, Dozent bist du ja auch, genau. Die Maßnahmen aus der Politik betreffen mich natürlich in jeder Hinsicht und regieren bis in den Unterrichtssaal hinein, du kennst das auch, oder finanziell das Gleiche. Also die großen Programme, die da aufgelegt wurden, mögen irgendwo sein, aber ankommen tun sie nicht. Mhm. Du kennst das auch, oder wo hast du Geld bekommen? Hast du irgendwo Geld bekommen? Wir haben eine Förderung mit der Band bekommen. Ja. Mhm. Und das Stipendium? Das haben wir beantragt jetzt, aber tatsächlich für diese Aktion hier, für Culture Wild. Eben. Genau. Ja. Aber ne, wenn du jetzt Verdienstausfälle für die ganzen ausgefallenen Gigs haben willst, das gibt es nicht. Ne, und ansonsten wird auf Hartz IV verwiesen. Das ist die Realität, die unten ankommt von diesen ganzen super angekündigten Programmen. Oder es gibt jetzt ne, vom Kultusministerium, glaube ich, irgendwie oder so dieses Stipendium, einmal 2.000 Euro. Wie weit kommt man damit in 6 Monaten Berufsverbot? Mhm. Nicht besonders weit. Ne? Also da ist nichts und auch die Förderung von Clubs oder so, das kann man auch relativ knicken, weil ich sage es jetzt nur mal beispielhaft, mit meiner Zappa-Band hätten wir dieses Jahr noch einige Gigs gehabt, 3 von den Clubs, in denen wir dieses Jahr hätte spielen sollen, die sind schon insolvent. Mhm. Also von wegen zu Grabe tragen, das ist kein Witz und das ist auch nicht perspektivisch. Nicht, ne? Nein, ich sage nur, weil das manche Leute immer so als... Ne, das war PR-Gag nehmen oder so, das ist eigentlich Realität, was gerade schon los ist. Also 3 sind insofern schon insolvent, dass sie schon Crowdfunding-Kampagnen haben, dass sie überhaupt noch mal aufmachen können. Damit das funktioniert. Und unter den Auflagen, wo das jetzt stattfindet, ich meine, wir lesen alle die ne, Bulletins, die es dann immer gibt zu den Auflagen. Da weiß jeder Veranstalter, ich habe heute wieder ein Statement vom kolossalen Aschaffenburg, einer der besten Clubs in Deutschland, ne, schon mehrmals da gekürt worden. Der hat jetzt freiwillig von sich aus gesagt, ich mache bis 31. August Schluss, weil ich kriege keine Ansage. Mhm. Ich habe jeden Tag Verluste. Ja. Ne, und das geht halt so nicht. Also würdest du auch sagen, es mangelt auch an der fehlenden Kommunikation, was gemacht werden darf oder daran, dass es sich ständig ändert, die Vorgaben? Naja, es ist halt einfach ein tägliches Verändern oder wöchentliches Verändern. Und es ist keine Perspektive da, null Perspektive da. Mhm. Und ich habe das Gefühl, natürlich auch, ich meine, natürlich sind die einzelnen Leute nicht groß schuld, aber ich sehe halt auch nicht, dass sich irgendjemand für so eine Perspektive einsetzt. Ich erwarte von einem Kulturminister oder was auch immer in ganz Deutschland, egal in welchem Land, erwarte ich zumindest das, was gefordert wird. Und ich höre da nichts. Okay. Ich höre nichts. Ja, die mögen im Hintergrund ihre Strippen ziehen und in ihren Zirkeln was tun, was ich auch glaube. Ich glaube ja nicht an die Bösartigkeit von Leuten oder dass sie nichts tun. Die arbeiten wahrscheinlich auch hart am Limit. Ja. Aber ich höre nicht, dass da irgendeiner was groß an Veränderungen fordert. Sondern es ist dieses wöchentliche Ding, da wird halt wieder ne, eine Lockerung angekündigt, aber in der Realität kommen Auflagen ne, an, wo klar ist, dass kein Rockkonzert stattfinden kann unter solchen Auflagen oder kein Jazzkonzert. Mhm. Das ist vollkommen klar. Okay. Kein ernsthaftes oder kein, nee, das irgendeine Atmosphäre hat. Oder irgendwas bringt. Okay. Ja. Okay, wir haben jetzt noch einen Gast uns zusätzlich zu dir eingeladen. Genau, du darfst dich einmal darüber setzen, aber du bleibst uns natürlich erhalten. Und jetzt wird es sehr interessant, denn wir haben die andere Seite auch mal eingeladen, sozusagen. Das muss auch sein. Und zwar kommt Jürgen Hardegg zu uns, der Geschäftsführer und künstlerische Leiter des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Hi! Hi.
Schön, dass du auch da bist. Jetzt haben wir euch beide hier sozusagen. Das ist ja nicht so, als würden wir uns nicht kennen, ne? Nee, ihr kennt euch. Ich hab das wir eben kennen schon uns gemerkt. Gut, ja. Ich habe vor allen Dingen und eben schon. Uns. Ja, das ist schön, das ist schön. Ihr habt eben schon angefangen zu diskutieren. Das wird ja, also sehr interessant. Natürlich. Wenigstens hier wird diskutiert. Na klar. Das ist ja, das, was überall fehlt. Ja, genau. Aber das, dafür sind wir ja sozusagen da. Aber erstmal zu dir, Jürgen. Kannst du kurz beschreiben, wie genau der Kultursommer Rheinland-Pfalz agiert und wie er sich zusammensetzt? Also Kultursommer Rheinland-Pfalz ist eine Initiative der Landesregierung, die gibt es seit 1991, also jetzt fast 30 Jahre. Und wir sind Dienstleister für die Kulturszene, das heißt, wir unterstützen die Kulturszene des Landes bei ihren Projektideen. Das sind rund 200 jedes Jahr, jede Saison in den 5 Monaten des Kultursommers. Ganz unterschiedlich, alle Sparten sind dabei, alle Regionen des Landes sind dabei. Und das ist die Hauptaufgabe des Kultursommers. Dazu habe ich ein Team von 9 Leuten, die unterschiedliche Bereiche beackern. Und ja, wir machen das jetzt schon einige Jährchen zusammen. Ja, ist aber auch ans Ministerium angegliedert. So ist es. Also zunächst einmal ist der Kultursommer seit ein paar Jahren Teil der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur. Wir sind fusioniert und wir sind wiederum auch ganz eng angebunden an das Kulturministerium, an die Kulturabteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Okay. Wie und wann ist der Kultursommer entstanden? Ja, das war eine Idee eigentlich der rheinland-pfälzischen Kulturszene. Die hat das gefordert Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und die damalige neue sozialdemokratische, sozialliberale Landesregierung unter der Führung von Rudolf Scharping hat schon im Wahlkampf versprochen, also wenn wir drankommen, dann machen wir einen Kultursommer. Und so ist es dann auch gekommen. Und jetzt sieht man dieses kleine Förderlogo bei ganz vielen Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz immer unten auf der Webseite. Ne? Das sind dann die Veranstaltungen, die ihr fördert. Sozusagen. Genau. Ja, cool. Ich glaube, das Logo hat jeder schon mal gesehen, der aus Rheinland-Pfalz kommt und hier auf Veranstaltungen geht. würden Sie sagen, dass der Kultursommer verschiedene Generationen bedient? Also ist das, oder gibt es ein bestimmtes Zielpublikum sozusagen? Oder gibt es auch junge Veranstalter, so, die so Start-up-mäßig neue Veranstaltungen aufziehen? Wie ist ja, die gibt es, die gibt es immer wieder. Mhm. Wir machen ja nicht den Kultursommer, den macht ja die Kulturszene des Landes. Wir helfen ja nur, indem wir sie finanziell fördern, indem wir sie beraten, indem wir sie mitbewerben. Ja. Also ihr macht den Kultursommer, nicht wir. Das stimmt, genau. Aber so junge Veranstalter, also dass irgendwie so Start-ups passieren oder neue Festivals aus dem Boden gehoben werden, das passiert euch auch oft, dass ihr solche Projekte fördert? Also nicht mehr so viele wie am Anfang, das ist ganz klar, weil da gab es eine Riesendynamik in den 90er Jahren. Aber ich würde so sagen, so zwischen 5 und 10 jedes Jahr kommen dann neu dazu aus der jungen Generation mit Pop-up-Festivals, mit ganz neuen Formaten, ganz neuen Ideen. Und jetzt gerade sind es natürlich besonders digitale Formate. Gibt es da viele Alternativprogramme, die aufgezogen werden? Alternativ, wie meinst du das? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Festival abgesagt werden musste, dass sie dann sagen, wir brauchen aber eine Förderung für ein Streaming. Ja. Genau, also wir haben natürlich jetzt erstmal digitale Formate, wir haben die Mittel, die frei geworden sind durch Absagen, sofort umverteilt an digitale Formate, auch an die Autokino-Projekte, Bad Kreuznach, Mainz, Koblenz, Trier, jetzt geht in Altenkirchen eins an den Start, morgen Abend ist eine Rocknacht in Worms mit rheinland-pfälzischen Künstlerinnen und Künstlern, die wir natürlich auch sofort unterstützt haben und so etwas, dafür sind wir ja da und wir sind halt flexibel, das ist das Schöne beim Kultursommer. Sehr cool, okay. Ich habe zwischen euch beiden auch noch einen Zusammenhang gefunden. Ihr seid beides Dozenten. Du bist an der JGU jetzt Dozent an der Hochschule für Musik und zwar auch für Jazzgeschichte und Popgeschichte, richtig? Das stimmt, ja. Jörg war da auch. Ich war auch in Mainz Dozent, weil ich auch mal studiert habe irgendwann. Und dann war ich auch in Mainz und bin jetzt in Frankfurt. Ah, okay, genau. Aber auch neben Gitarrendozent auch Jazzgeschichte und so. Auch Jazzgeschichte, okay. Ja, da habt ihr ja viele Gemeinsamkeiten irgendwo. Ja. Und dennoch habe ich das Gefühl. Wir sind auch beide große Zappa-Fans. Ah, okay. Das heißt, du gehst auf seine Konzerte. Aber du unbedingt, schon seit vielen Jahren. Cool, du hast eine Zappa-Coverband, ne? Sozusagen. Nicht Coverband. Das wäre zu wenig. Tribute, das ist mehr. Wir spielen die Musik nicht Ton für Ton nach, weil sondern wir machen so eigenes Ding draus. Hast du ja eben erklärt, weil es sich immer wieder neu entwickelt. So ist es. Aber wie? Unbedingt mal angucken, weil bei nächster Gelegenheit. Mache ich, ja. Ich habe jetzt wird auch noch ein bisschen dauern. Ne? Das könnte auch schneller sein. Das können wir ja mal besprechen miteinander. Okay. Das heißt, ihr habt eine gemeinsame Liebe für Jazz, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ihr sie gerade in zwei völlig unterschiedlichen Richtungen lebt. Du auf der Seite, die Person oder die Institution, die fördert. Du auf der anderen Seite, der so sehr betroffen ist von dieser Situation.
Seht ihr das auch so, dass das so zwei völlig unterschiedliche Welten gerade für euch sind, sozusagen? Ja und nein. Ich meine, wir kennen ja beide unsere Welten. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie Fremdkörper wären oder so. Aber man sieht natürlich, okay, in so einer Situation führt das natürlich zu Auseinandersetzungen oder eben auch die Fronten werden klarer. Das waren die letzten Jahre überhaupt keine Fronten oder zumindest hat man sie so erstmal nicht wahrgenommen, weil man konnte das immer, weil man ja seine Freiheiten hatte, das tun, was man für richtig halten konnte und das geht jetzt für die freie Szene nicht mehr und zwar gar nicht mehr. Und wir sehen, dass alle Maßnahmen, wenn sie an Lockerungen gehen, an Auflagen gebunden sind, die nur ausschließlich von hochgeförderten subventionierten Betrieben wie hier, das Theater, Staatstheater oder Kurz oder irgend sowas, überhaupt gestemmt werden können. Ja, und in der freien Szene hat man dann keine Chance und keine... Ja, oder auch für bestimmte Sparten funktioniert das. Okay. Also ich meine jetzt Streaming oder irgend so ein Quatsch, sage ich jetzt mal, da sehen wir es wie Helge Schneider. Das ist für manche Sachen okay, für den Jazz funktioniert das nicht. Alles klar. Das muss man ganz klar sehen. Sondern wir brauchen... das Publikum, und zwar nicht mit Masken vor uns und nicht in 1,5 Meter Abstand, das geht Rockmusikern wahrscheinlich genauso, mehr oder weniger. Und wir brauchen den engen Kontakt, also da mit irgendwelchen Plexiglaswänden zwischen den Musikern noch zu sich auszudenken, das ist ja so krank. Das so Autokino würde dann zum Beispiel auch gar nicht funktionieren. Gesagt, Helge Schneider hat gesagt, ich spiele nicht vor Autos, ich spiele nicht vor Leuten, die 1,5 Meter Abstand halten müssen, ich spiele nicht mehr vor Leuten, die Mund-Nasenschutz tragen. Okay. Und man hat gesehen in diesem Statement, dass er sagt, wie es ihn zerreißt. Ja, ist ja auch. Das ist die Situation für fast alle Musiker. Er beschreibt das sehr richtig und ich kann ihm nur zustimmen. Natürlich ist das eine beschissene Situation, die hat sich auch niemand von uns ausgesucht. Wir müssen jetzt sehen, wie wir damit zurechtkommen und wie wir da möglichst schnell wieder rauskommen. Da arbeiten wir eben für. Wir haben jetzt erstmal das getan mit unseren Möglichkeiten, was wir auf die Schnelle tun konnten. Erstmal haben wir die ganzen Zuschüsse stehen lassen, damit die Rechnungen bezahlt werden können, die schon entstanden sind. Dann hat der Minister sich wahnsinnig eingesetzt, ab Mitte März schon in Berlin für ein gemeinsames Programm von Bund und Ländern, was bis heute noch nicht da ist, weil der Bund leider erstmal nicht mitgespielt hat. Dann haben die Länder angefangen, eigene Programme zu machen, weil sie natürlich dringend helfen mussten. Also ich meine, 15,5 Millionen hier für Rheinland-Pfalz, das ist schon mal ein Wort. Ja, das ist eine Wahnsinnssumme. Und Gott sei Dank wird sie auch gut angenommen. Und wir können jetzt schon sehr schnell und unbürokratisch helfen. Schon in wenigen Tagen, seitdem die Programme laufen, konnten wir schon vielen Geld geben. Aber der Jörg hat natürlich vollkommen recht. Damit sind noch lange nicht alle Probleme gelöst. Und vielen wird damit eben auch noch nicht geholfen. Und denen muss noch geholfen werden. Das Problem ist ja, das eine ist das Finanzielle. Da sind wir uns völlig einig, dass das sein musste und es ist immer noch zu wenig, weil unten eben das nicht ankommt. Wir wissen, wovon wir reden, glaube ich. Das andere ist aber, dass diese Szene am Kaputtgehen ist, weil natürlich diese Clubs nicht mehr durchhalten können und auch nicht mehr ein halbes Jahr durchhalten können. Ich weiß es von der Jazz-Initiative hier, ne, 32 Jahre. Zweimal den Applaus hintereinander geholt. Ne? Wer schafft das noch in Rheinland-Pfalz? Es ist eine Initiative noch, die es auch noch geschafft hat, sonst niemand. So. Alles miterlebt, hohen Tiefen, kein Problem. So, jetzt ist aber so, wir sind finanziell gut aufgestellt, wir sind personell gut aufgestellt, logistisch, künstlerisch sowieso seit Jahren. So, aber bei uns steht so, im September wird eine Vollversammlung sein, wo wir entscheiden, dass wir uns abwickeln. Weil unter diesen Bedingungen können wir nicht Konzerte veranstalten. Punkt aus. Dann ist die Grundlage entzogen. Wir werden die Musiker ausbezahlen. Wir haben 15.000 Euro im Herbstprogramm drin stecken. Die werden wir los, so oder so und im Frühjahr genauso. So, und dann ist es das aus, wenn das so bleibt, auch nur ansatzweise. Ja, also erst einmal, da sind wir noch nicht. Wir hoffen, dass wir bis dahin noch in einer anderen Situation sind. Für uns ist es ja auch so, dass wir jede Woche wieder einen anderen Status haben. Wir haben jetzt die 8. Corona-Verordnung, die ja nicht wir machen, die macht das Gesundheitsministerium, abgestimmt mit vielen Fachleuten und so weiter. Und wir müssen dann sehen, dass wir das Beste rausholen für die Kultur. Niemand ist zufrieden, niemand ist begeistert, aber wir haben keine andere Chance, als von Woche zu Woche auch dazuzulernen,
neue Themen uns zu geben und zu sagen, da ist noch eine Baustelle, da müssen wir noch ran, sonst passiert das, was der Jörg eben eindrucksvoll beschrieben hat. Ja. Wenn wir das verhindern wollen, müssen wir uns halt was einfallen lassen. Nur, wir können nicht alle Probleme auf einen Schlag lösen, wir können nur Salamitaktik machen und nach, natürlich muss die freie Kulturszene braucht jetzt dringend Hilfe, ja, sonst hält sie nicht mehr lange durch. Aber das wissen wir, es arbeiten auch alle unter Hochdruck dran, ja, das kann ich versprechen. Natürlich ist Geld dafür wichtig, aber Geld ist tatsächlich auch nicht alles, das Einzige, manchmal noch nicht einmal das Entscheidende. Ja. Für mich ist wichtig, was kann der Kultursommer zum Beispiel tun? Er kann jetzt eben versuchen, neue Formate zu unterstützen. Wir haben jetzt einen schönen Sommer vor uns, dass wir so viel wie möglich auch Open Air machen, denn mittlerweile sagen ja die Wissenschaftler, die Ansteckungsgefahr im Freien ist sehr gering verglichen zu Indoor. Also machen wir so viel wie möglich Open Air, dann helfen wir wieder für einige Wochen, für einige Monate vielen, nicht allen, vielen in der Kulturszene, dass es da weitergeht. Und wir müssen aber jede Woche uns wieder was Neues überlegen. Und dann müssen wir jetzt natürlich jetzt in den Herbst schauen und in das nächste Frühjahr, wie es dann gehen wird. Und da habe ich keine fertigen Antworten auf alles. Die hat gerade niemand. Die hat eben niemand, ja. Und wir können diese Pandemie auch nicht stoppen. Und die kann man nicht mit Verordnungen aus der Welt bringen, sondern wir müssen das Beste aus der Situation machen. Vor allen Dingen müssen wir zusammenhalten, miteinander reden, auch streiten über den besten Weg. Das ist ja das, was nicht passiert. Ja, ihr macht das sehr wertschätzend, wenn ich das sage. Nein, die Solidarität ist das Entscheidende. Dass wir, das gilt für die ganze Kulturszene, nicht nur für den Jörg. Genau. Wir sind Gott sei Dank ein Land, wo die Wege kurz sind. Auch unsere Politiker sind ansprechbar und die lesen das auch alles, was sie geschrieben bekommen und die nehmen das sehr, sehr ernst und kümmern sich jeden einzelnen Tag, genau wie meine Kolleginnen und Kollegen. Und wir kommen auch gemeinsam aus der Situation wieder raus. Das Schöne ist ja, dass zum Beispiel jetzt unser Format Culture Y eben auch auf diese Solidarität abzielt und dass wir eben genau das machen wollen. Wir wollen Leute zusammenbringen, wir wollen Diskussionen starten, wie ihr das gemacht habt. Vielen Dank, dass ihr mir dafür jetzt Rede und Antwort gestanden habt. Und was zum Beispiel auch, um mal noch was Positives zu sagen, was eine wunderbare Aktion ist von der Pop-RLP, ist die tolle Aktion namens Rettet die Popkultur, die auch vom Kultursommer unterstützt wird, wo einfach auch Künstlern aus Rheinland-Pfalz geholfen wird, klickt mal auf deren Webseite, ist super. Vielen Dank, dass ihr da wart und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik. Oder willst du noch was sagen, Patrick? Du guckst mich so an. Nee, ich bin total fasziniert und hätte jetzt auch noch echt länger zuhören können, aber wir müssen ja irgendwie noch ein bisschen weiterkommen. Von daher würde ich sagen, ich gehe jetzt mal auf die Bühne. Mir juckt es auch in den Fingern. Und ich sage mal die nächste Gästin an. Aber erst nochmal an euch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns bald zu einer besseren Zeit wieder. Und immer schön Kopf hoch und positiv bleiben. Dann kriegen wir das zusammen hin. Danke, alles Gute. Ja, danke. Ich freue mich jetzt riesig, eine Musikerin begrüßen zu dürfen, die uns jetzt ein bisschen musikalisch unterstützen wird, ein bisschen Musik machen wird hier auf unserer Culture Y-Bühne. Und zwar Lisa Bund. Freut euch auf tolle Musik von ihr. Ja, wir machen mal kurz hier Überbrückung. Wir sind ja live. Die Jungs müssen sich erstmal einstöpseln. Auch vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Sehr interessant. Und ja, wenn ihr ready seid, ich bin ready. Of years, my life is still trying to get that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of men, for whatever that means. So I cry sometimes when I'm lying in bed, get it up what's in my head. And I am feeling a little bit curious. I wake in the morning and I step outside and I take a breath. I get way high and I scream for the top of my lungs, what's going on? And I
try. Oh my God, do I try. I try it all the times for this institution. And I pray. Oh my God, do I pray. I pray for single day. Sometimes when I'm lying in bed, get it all what's in my head. And I am feeling a little precarious. I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. I get where I am now, scream at the top of my lungs, what's going on? Und zu Hause dürft ihr auch mitsingen. And I said, zu Hause. And I said, könnt ihr es hören? Hey, ich kann es fühlen. I said, hey. Und was sagt ihr? Hey, was geht da? And I said, hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Twenty-five years, my life is still trying to get that great big hill of hope. Vielen Dank for a destination. Danke, danke, danke. Ja, wir haben noch die ganzen Künstler, die hier auf der Bühne vorhin waren. Die stehen alle da hinten, die könnt ihr nicht sehen. Danke für euren Applaus, ihr wart auch großartig. Dankeschön. Ja, machen wir noch einen? Wir machen noch einen, ja. Okay, schön. Haben wir was Deutsches im Gepäck. Und der Song heißt Ein Kompliment. So wärmst du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise in stillen Momenten leiser. Die Schaumkrone der Woge der Begeisterung, bergauf mein Antrieb und Schwung. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Unsicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst, für mich fühlst. Da-da-da-da. Da 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 da, da 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 da. Und ihr dürft mitsingen. Da 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 da. Komm ein bisschen lauter. Da da. Traumhaft. Da 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 da. Da 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 da. Dankeschön. Wenn man so will, bist du meine Chillout Area. Meine Feiertage in jedem Jahr, meine Süßwarenabteilung im Supermarkt. Die Lösung, wenn mal was hat, so wertvoll, dass man es sich gerne erspart. Und so schön, dass man nie darauf verzichtet mag. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und
sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst, für mich fühlst. Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da, Hanukkah, da-da-da. Seid ihr ready? Da 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 da, da 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 da, da 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 da. Wie heißt die Band? Hanukkah, genau. Da 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 da, da 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 da. Und jetzt ist sie auch da. Jetzt habe ich dich anmoderiert. Geil. Dankeschön. Vielen Dank. Schön, dass du da bist, Lisa. Ich habe mich riesig gefreut, als du zugesagt hast. Und ich liebe deine Stimme. Es ist so schön. Es kommt so eine schöne Stimmung rüber. Wie zufrieden bist du mit den Jungs? Sind ja deine Jungs. Sind meine Jungs. Du darfst sie auch behalten, aber ich bin sehr zufrieden. Das ist schön. Ja. Ihr habt das super gemacht. Ihr habt es heute zum ersten Mal hier beim Soundcheck gemeinsam geprobt und das ist bei rausgekommen. Und durch deine zollige Stimme, finde ich, hat das einfach so eine wunderschöne Stimmung hier so rübergebracht. Klasse. Ich habe die ganze Zeit im Vorgespräch überlegt, soll ich sie auf DSDS ansprechen oder soll ich es nicht tun? Du hast nämlich 2007 bei DSDS teilgenommen. Ist das für dich so ein rotes Tuch, das anzusprechen, oder ist es für dich völlig in Ordnung? Absolut gar nicht. DSDS war damals, also das war ja 2007. Ja. Gott, ich werde alt. über 13 Jahre her, und damals war das wirklich noch so, alle haben Samstagmittag schon drauf hingefiebert, um 20.15 Uhr den Fernseher anzuschalten. Mhm. Also ich habe damals, glaube ich, die richtige Zeit, den richtigen Nerv erwischt, und ich war ja das Mensa-Mädchen, mhm, und ganz Mainz hat hinter mir gestanden und mit mir gefiebert, und wir sind ja gerade im Frankfurter Hof und genau nebenan ist der Laden meiner Eltern, und ihr könnt euch nicht vorstellen, was damals zur Zeit von DSDS hier in der Augustinerstraße los war. Schlangen haben sich gebildet. Ach, ja. Und sind gekommen in den Laden zu meinen Eltern. Es war so ein richtiger Pilgerort, ja. Also wenn auch so Stadtführungen waren und so, war schon echt eine coole Zeit. Ja. Und ich bereue das überhaupt nicht. Es war für mich das Sprungbrett überhaupt. Und guckst du DSDS jetzt gerade noch? Nein, ich habe tatsächlich nach meiner Staffel dann immer mal wieder was mitgekriegt. Mhm. Aber ich habe es mir dann nicht mehr angeschaut, weil es hat mich emotional immer irgendwie, weil die Zeit, wo ich dort auf der Bühne stand, die ist an mir so vorbeigerast. Mhm. Und immer wenn ich es gesehen habe, dann konnte ich nie glauben, dass ich auf dieser Bühne war. Das war alles irgendwie weg. Und es hat mich dann irgendwie im Nachhinein immer mehr traurig gemacht, mir das anzugucken, wie, weiß nicht. Und ich glaube, heute, so was man so sieht über Instagram und Social Media, ist das auch nicht mehr so das, was es damals war. Hat sich viel verändert, so, ne? Ja, also es ist keine Liveband mehr da. Okay. Nee, also ich glaube, es läuft alles über Halbplayback ab und ja, so viel Autotune und alles ist irgendwie so gezogen und geformt. Und bei uns war wirklich live. Ja, okay, also, ja. Jetzt stelle ich dir eine Frage, die dir wahrscheinlich jeder stellt. Wie ist Dieter Bohlen so? Das ist die allererste Frage. Ja, natürlich. Ja. Ziemlich cooler Mensch eigentlich. Darf ich so reden, wie mir mein Mund gewachsen ist? Das machen wir doch heute alle hier, okay, sehr gut. Also ich sag mal so, er verdient halt durchs Arschloch sein teilweise Millionen. Ja, und wer von uns wäre dann ab und zu nicht das Arschloch. Aber er ist wirklich so sonst echt ein ganz, ganz lieber Mensch, sehr herzlich. Okay. Und ja, ich kann nur Positives über ihn sagen. Cool. Wir sind ungefähr gleich alt und ich habe irgendwo mal den Begriff Generation... Gleich jung, bitte. Gleich jung, entschuldige bitte. Ungefähr. Ich sage auch, eigentlich bist du genauso alt wie Patrick, und eigentlich sage ich immer, Patrick ist die Band-Oma. Oh, okay, ich gehe jetzt. Du bist keine Oma. Nein, Quatsch. Nee, wir sind...
ungefähr in der gleichen Generation sozusagen. Ne? Und ich habe mal den Begriff Generation Casting gehört und ich finde, das Ganze ist ja jetzt nochmal auf eine andere Stufe gehievt worden, dadurch, dass es auch sogar Castingshows für Kinder gibt, also The Voice Kids zum Beispiel. Wie stehst du denn zu diesen Castingshows für Kindern und was denkst du, was bedeutet das für die Kultur? Also Castingshows für Kinder, ich muss sagen, mein erstes Casting habe ich auch sehr, sehr jung. Das war damals Teen Stars, da hat sogar damals jemand aus Mainz gewonnen, der Pierre. Mhm. Ich müsste lügen, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, ich glaube, ich war 10 oder okay. so. Aber das war mein freier Wille, denn ich habe meine Eltern davon überzeugen müssen, zu sagen, immer, ich will da hin und so. Ich habe da irgendwie in der Bravo damals eine Anzeige gesehen, dass da ein Casting ist. Und das war meine freie Entscheidung. Aber es gibt halt auch einfach Kinder, die möchten das vielleicht gar nicht und werden so ein bisschen von ihren Eltern gestriezt. Mhm. Und das finde ich dann echt nicht so schön. Und es ist natürlich auch klar, so eine Castingshow hat was Gutes, um relativ schnell bekannt zu werden, aber genauso schnell gerätst du in Vergessenheit oder wirst eben verheizt. Ja. Und das wiederum kann natürlich für also zum Beispiel wie ihr jetzt, ne? Also ihr schreibt eure Songs alle selber, ihr macht eure Touren und so weiter, geht ihr jetzt zu so einem Casting und seid ganz schnell da oben, seid ihr eben auch ganz schnell wieder und dann ist es halt schwierig, glaube ich, so angesehener Musiker, der so von alleine geschafft hat, da kommst du dann nicht mehr rein. Also du bist dann immer die Band, die bei dem Casting war. Ist wie ein Stempel. Es ist wie ein Stempel, genau. Aber also ganz ehrlich, also für mich war dieser Stempel nichts Negatives. Okay. Ja. Ja. Okay, und du bist ja jetzt auch noch sehr aktiv als Hochzeitssängerin zum Beispiel, machst du ganz viel, bist aber auch, hast du eine Coverband? So? Ja, genau, ja. Ich habe eine Coverband, ich mache viele Hochzeiten, bin natürlich auch auf dem ein oder anderen Festival und so, mache auch gerade so ein eigenes Album, noch ein bisschen, sind noch ungelegte Eier, ich schreibe viele Songs und aktuell bin ich gerade selber im Studio und produziere ein bisschen was und mal gucken. Ich mache mir da selber keinen Druck. Du weißt auch selber, wenn du dir Druck machst, das bringt gar nichts. Ist das mit der Kreativität schwierig, ne? Wie hast du denn reagiert, als dir klar wurde, dass du in diesem Jahr keine Auftritte im klassischen Sinne mehr spielen willst? Wirst. Ich glaube, so geht es uns allen. Als wir irgendwie gehört haben, da bricht jetzt Corona aus. Ja, da haben wir erstmal alle irgendwie, haben wir das belächelt und uns ein bisschen lustig gemacht, keine Ahnung, Foto gepostet mit einem Corona-Bier in der Hand und so weiter. Keiner hätte, glaube ich, gedacht, dass das Ganze so Ausmaß nimmt, ja. Und mir wurde es dann bewusst, ich hätte eigentlich dieses Jahr mit meiner Band, also mit einer Band auf der Kieler Woche gespielt und direkt, als so in der Anfangsphase, wurde es direkt schon abgesagt und ich so, boah, krass, ich habe mich so darauf gefreut, das Ding ist erst irgendwie im Juli und wieso sagen die denn jetzt schon ab? Und da ist es mir bewusst geworden und dann Tag für Tag waren es immer mehr, hätte dieses Jahr, ich weiß nicht, müsste lügen, 70 Hochzeiten gehabt oder so und jeden Tag haben irgendwie 3-4 Bräute angerufen und haben geweint und ich meine, wir planen denen ihre Hochzeit schon ein Jahr und da ist mir dann erst so bewusst geworden, fuck, was machst du jetzt? Weil ich mache das hauptberuflich und das war schon ein Schlag ins Gesicht. Aber du spielst jetzt demnächst wieder live und zwar bei den Kulturgärten hier in Mainz und zwar im Schloss am 5.6. Genau. Sehr cool. Ja, ja. Das heißt, wenn ihr Lust habt, reserviert und schaut euch Lisa Bund an. Mit Band, oder? Genau, ja, mit der Band District Lounge. Cool. Und es wird ein schöner Abend und wir freuen uns auf jeden Fall ein bisschen live mit Publikum. Deswegen hebt euren Bobbes hoch und kommt. Ja, auf jeden Fall. Cool, da kriegt man bestimmt die Infos auf deiner Seite auch nochmal. Ne? Ja, die kriegt ihr auch nochmal. Reservieren ja. kann, cool. Deine Pläne und unsere Pläne wurden durchkreuzt, aber wir sind dafür ja bekannt, neue Pläne zu schmieden. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal die Ina Müller und singe hier gemeinsam mit Lisa und den Jungs. Das ist übrigens Niklas hier. Schaut, zeigt mal Niklas. Und Patrick kennt er ja schon. Wir spielen gemeinsam Valerie und das als letzten Programmpunkt von dieser Show. Seid ihr bereit?
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things why we're doing. My head, I paint a picture. Since I've come on home, well, my body's been a mess. I miss your ginger hair and the way you like to dance. Why'd you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Did you have to pay that fine? You was dodging all the time. Are you still dizzy? Since I've come on home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Why'd you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? So mit haben wir heute einen wunderbaren Livestream gehabt, würde ich sagen. Ich hoffe, den Zuschauern hat unser kleiner musikalischer Beitrag hier gefallen. Vielen Dank, dass ich heute Abend da sein durfte. Und ja, ich freue mich auf euch am 5.6. Schön auch, dass ihr hier wart. Ja, vielen Dank an die Technik auch. An die junge Bühne, Jörg Häuser von der Gym und an Jürgen Hadek vom Kultursommer Rheinland-Pfalz. Und kurz für euch zur Info, am 3.6. gibt es von uns wieder einen Livestream. Und zwar streamen wir live aus den Kulturgärten. Auch da könnt ihr teilnehmen, könnt ihr live vor Ort sein als Publikum. Meldet euch einfach an, alle Infos gibt es auch über die Kulturgärtenseite auf Facebook. Ja, ich würde sagen, wir sind durch. Machen wir noch einen, oder? Ja, machen wir noch einen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Vagabond shoes I long to stray right through the very heart of it, New York, New York. Why don't you come on over, bye-bye.